greifen die jetzt schon an. Das wäre unfair. Alter! Alter, ich komme. Gott sei Dank, Mann. Wo seid ihr? Ah, ich glaube, die Schrotflinte hat alles geregelt, die wir haben, neu. Haha. So. Ich nehme alles mit. Gut, dann würde ich sagen, Spiel. Oh nein, es leckt ein bisschen. Was ist denn los? Wieso? Hä, ich habe gar nicht Escape gedrückt. Was will er denn? Mit meinem Wurstfinger-Mini kann ich auf Escape gekommen. Okay, egal. So. Eisenerz müssen wir abbauen. Ich meine, wir haben Eisenerz, aber ich würde trotzdem noch mal ein bisschen mehr mitnehmen, wenn wir schon hier unten sind. So, Schwefelerz nehmen wir mit. Hier unten finden wir bestimmt noch mehr Eisenerz. Ich glaube, das war das nicht sogar die... Alter, war das nicht sogar die Höhle hier mit... Wo wir den Bohrer, also das andere Schiff zerstört haben? Sieht zumindest danach aus. Alter Schwede. Jetzt sag mir nicht, das ist die einzige Höhle, wo es kein Eisenerz gibt. Warte mal, hier war doch auch noch was, ne, oder? Ja, aber hier ist heiß. Puh. Ob später wohl... Boah, Alter. Ob später wohl auch hitzebeständige Anzüge gibt? Oh, 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 fuck. Muss nachladen, warte mal eben. Ich brauche so ein bisschen was von euch hier. Also, ob ich vielleicht irgendwas kriege? Mal gucken. Kopf, ja, brauchen wir alles. Jo, nehmen wir alles mit. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Ich glaube, die restlichen haben wir. Da ist noch einer. Jo, okay. So, gucken wir mal. Ich will eigentlich hier abbauen. Ich will gar nicht zu dem Schiff, aber ich glaube, das ist sogar die Stelle hier gewesen. Ja, hier, guck mal. Oh, ein großer Klumpen. Wie weitläufig das hier wohl ist, frage ich mich. Ist das Kohle? Das ist Kohle, ne, oder? Jo. Mein, was wir haben, haben wir, ne? Eben. Gut. So, ladidadida. Ladidadida. Schauen wir mal. Nicht, dass wir uns hier noch verlaufen. Wo geht sie hin? Oh, ich höre die Lava. Nice. Weil davon haben wir echt noch wenig gesammelt bisher. Gut, wir kommen natürlich auch nicht auf die andere Seite der Insel, ne? Weil da halt noch alles... Vielleicht brauchen wir echt so ein Hitzeschild fürs Schiff, damit wir da rüberkommen. Weil unterirdisch ist halt so, wenn man über diese roten Felder fährt, halt von der Lava, dann... ja, verhitzt quasi das Schiff oder beziehungsweise kriegt Hitzeschaden. Und vielleicht gibt es da auch später die Möglichkeit, irgendwie das Schiff quasi hitzebeständiger zu machen. Könnte ich mir vorstellen, dass man dann halt oft auf die andere Seite halt kommt, ne? So, wir brauchen noch einen Bergmannskopf. Gucken, ob wir den noch irgendwo gleich herkriegen oder ob wir den schon haben, weiß ich gar nicht. So. Immer die Uhr im Blick haben. Mein Schiff regelt, ne? Hoffe ich mal, dass es regelt. Zumindest höre ich keine Schüsse mehr. So, das hat sich doch schon gelohnt, würde ich sagen. Ja, doch, mein Schiff hat geregelt. Bzz, bzz, bzz. Was ist noch jemand? So, warte mal, haben wir... Ah, wir haben kein Reparaturkit dabei, ne? Könnten gegebenenfalls... wir könnten gegebenenfalls gleich einmal durchreparieren alles. Haben wir noch ein bisschen Zeit, um hier zu bleiben oder um hier zu verweilen. So, das packen wir weg. Dann hole ich mal eben Hä, wieso ist die Tür offen? Habe ich die Tür offen gelassen? Eigentlich habe ich sie doch zugemacht, oder? Gut, pass auf, ich hole mal eben Reparaturkit. Hier war das nicht da. Nehmen wir mal die beiden mit, die angefangen sind. Und dann gucke ich einmal von hier drin. Da reparieren. Das ist alles heile.
Hier irgendwas beschädigt? 100, 100, 100. 100, 100, 100. Nö, alles, alles gut. Dann würde ich sagen, tauchen wir erstmal ab, ne? Bevor die Robby-Roboter wieder kommen. Robby-Roboter ist so allein. Robby wird nie mehr so einsam sein. Ah, wie war das mal? Das Modul, glaube ich, von früher, ne? Hat das gesungen. Ah, erinnere ich mich wie immer wieder gerne dran. Das war so ein cooles Lied. Ach, die alten Zeiten. So, Kohle. Alter, wir sind fast voll mit Kohle, ne? Was sagt der Frachtraum denn an Kohle? 201. Komm, wir können den Vierer-Stack mal da reinpacken. Ah, 205. Gut, Befehl, den Drillship an die Oberfläche zu fahren. Jo. Das können wir machen. Jetzt muss ich noch kurz gucken, wie wir hingekommen sind. Wir sind hier lang gefahren. So. Ist ein bisschen wie so ein Minigame. Schacht zwischen Ebene 1 und 2. Ja, jetzt sind wir eine höher, das ist richtig. Und dann können wir an die Oberfläche. Nehmen wir auch mit. Oh, ich düse hier einfach mal. Weil wir haben ja auch noch nicht so groß hier erkundet hier unten eigentlich, ne? Können wir ja eigentlich auch mal fahren. Ah, schön mit dem. Oh, oh. Ja, hier können wir natürlich nicht lang fahren, ne? Bleib mal hier. Oh, heiß. Da ist, glaube ich, der Vulkan am Stehen. Da ist auch ein Schiff, da kommen wir nicht raus. Auf was wir haben, haben wir. Ich frage mich, ob das direkt in den Frachtraum gerät, diese Kohle jetzt hier und alles. Ja, nimm das mit. Wie gesagt, ich drücke halt mit der Maus die ganze Zeit hier und dann fährt er dann dahin. Oder ich klicke dahin und er fährt dorthin, besser gesagt. Hat man hier auch irgendwann die Grenze erreicht? Ja, ich glaube, hier ist die Grenze. Ich glaube, hier kommt man nicht weit. Fahren wir mal hier unten hin. So, da ist doch was frei, oder? Sichere Felder, hier. Da fahren wir nach oben. So. Dann, jetzt mal eben kurz gucken, hat das? Ja, das hat er direkt in den Frachtraum gepackt. Sieht man jetzt, 237, wir haben einen 205, glaube ich, gehabt. Also packt er erst direkt in den Frachtraum. Ist das das Startgebiet? Ich glaube, das könnte das Startgebiet sein, wo wir ganz am Anfang des Spiels mal angefangen hatten. Das könnte hinkommen. Ah, sieht schon cool, man muss schon sagen, das sieht schon verdammt cool aus, ne? Mit dem Schiff. Ich hätte gern noch ein Segment, muss ich sagen. Tatsächlich. Das wäre ganz cool. So, also, wir müssen Bergmannskopf suchen. Haben wir so einen? Einen haben wir. Wir brauchen vier. Ich würde sagen, ich lege das mal in den Frachtraum. So. Baumeisterkopf packe ich auch mal da rein. Und die Kupferrohre und ein bisschen Metallschrott packe ich auch rein. Genau wie die Kupferplatten. Das heißt, den restlichen Krimskrams. Huch. Automatisch gespeichert. Genau, wir können mal speichern. Die restlichen Krimskrams packe ich mal hier rein. Ach, schon voll. Ui. Das ging ja schnell. Ich dachte, sichere Felder. So viel zum Thema sichere Felder. So, warte. Unser Schiff regelt ja. So, die Schrauben würde ich noch in den Frachtraum packen und das Kupfererz. Dann haben wir das weg aus dem Inventar. Dann können wir uns jetzt ganz gemütlich zum Bergmannskopf begeben. Ich würde noch einmal auf die... Warte mal, was war denn nochmal Bergmannskopf für ein... Kann ich hier... Nee, es geht nicht. Okay. Gut, wir haben 9 Minuten. Oh, was ist denn hier schon wieder los, liebe Nachbarn? Könnt ihr mich nicht mal in Ruhe lassen? Ja, Kupferschrott. Nee, will ich jetzt nicht. Bergmannskopf, Bergmannskopf, Bergmannskopf. Observatorium, Bereich mit Tech-Vorkommen. Dann sollten wir mal dahin. Das ist genau in die Richtung, aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen. 9 Minuten wird schon knapp. Da müssen wir schon ein bisschen düsen. So, ich düse und düse. Summ, summ, summ. Summ, summ, summ. Ach ja.
muss ganz ehrlich sagen, in der letzten Zeit geht es mir wirklich wieder richtig gut. Also ich fühle mich wieder richtig, richtig gut. Das muss man einfach so sagen. Na, jetzt wo wir umgezogen sind, so ein bisschen diesen Arbeitsstress hinter uns haben. Weißt du, so dieses, diesen Umbaustress, den wir ja hatten mit dem Haus und so. Wir haben ja ein Haus gekauft, haben ja viele wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht mitbekommen. Und da haben wir halt renoviert, die erste Etage. Und jetzt sind wir ja fertig, sind ja eingezogen und so alles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen erleichtert. Also ich bin wieder so richtig auf dem Weg, dass es mir eigentlich sagen kann, mir geht's richtig gut. Doch, man fühlt sich irgendwie, also ich fühle mich irgendwie wieder richtig wohl. Vielleicht sollen wir das Schiff unter Tage fahren, wenn wir hier noch ein bisschen unterwegs sind. Machen wir die Lampe aus. Wo wollte ich denn jetzt hin? Da hinten. Rechts ist ein Schiff, ne? Könnte das Bergmeisterkopf sein? Ich weiß es nicht. Nein, aber was wollte ich denn gesagt haben? Nee, aber das, ich glaube, das ist aber auch wirklich so, wenn man so eine Last so abfallen lässt, ne? Dann ist das doch schon ein bisschen angenehmer. Was ist das hier für ein Chippchen? Das sind das rote Robis? Ich guck mal. Das sind blaue, ne, oder? Sind das... Hier sind gar keine da. Oder ist hier Kundschaft? Hallo? Niemand zu Hause? Kern, Energie, Was? Wer? Oh, ich glaube, die kommen. Ich glaube, die Nachbarn kommen wieder. Also, die sind aber blau. Okay, dann würde ich tatsächlich einmal... dann würde ich tatsächlich einmal woanders gucken. Wollten ja da schauen. Wie komme ich denn da hin? Hier oben war, glaube ich, ein Weg. Ja, und steht ja demnächst tatsächlich, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, steht ja demnächst tatsächlich dann die untere Etage gemütlich an, aber dann halt so Stück für Stück, dass man die hier renoviert. Und, ja. Ich glaube, ich schicke das echt mal unter Tage. Nein, ich rufe Drillship 6. So. Zack. Genau, und dann geht das Ganze quasi nochmal von vorne los, so ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich freue mich auch wieder darauf, ein bisschen was wieder zu tun. In Bezug so jetzt auch Haus, weil wenn man so ein Haus hat, klar, es gibt immer was zu tun. Ne? Es gibt immer was zu tun. Den Spruch kenne ich irgendwoher vom Baumarktfirma oder so als Werbeslogan. Das ist Hornbach? Ich weiß es nicht. Alter, uah, ich weiß es gar nicht. So, ah, Schredder. Okay, das war aber kein roter Roboter, aber die haben irgendwie was mit dabei. Genau, was wollte ich gesagt haben? Hui, Rektol. Genau, es gibt halt immer was zu tun am Haus. Es ist halt einfach so. Oh, hier können wir uns verstecken, das ist super. Da mal reingucken. Und ich finde das irgendwie so langsam gewöhnt man sich natürlich auch dran, hier zu wohnen und so. Ist halt ungewohnt, wenn du erst halt immer regelmäßig in der Mietwohnung gewohnt hast und dann auf einmal ist so ein Haus, ist halt natürlich was ganz anderes. Muss man einfach so sagen. Soll jetzt auch nicht angeberisch klingen oder so. Ne? Oh, guck mal, der hat ein Haus gekauft, ganz mal, wie viel Kohle der hat, ne? Ja, aber die Hintergrundinformation, die kennt halt keiner und ne, muss halt... Ja, aber wie gesagt, da ist ja auch egal. Aber, was wollte ich sagen? Ja, so als Hausbesitzer hast du halt viele Aufgaben, ne? Rasenmähen habe ich persönlich noch nie gemacht. Muss ich mir erstmal beibringen lassen. Warte mal. War das hier nicht? Genau. Rasenmähen und so. Und den ganzen Kram. Und alles. Ah, ich glaube, das war hier im Keller, ne? Das haben wir, glaube ich, mitgenommen. Kann das sein? Ja, Forschungsmodul, okay. Ja, wie gesagt, oder halt andere Aufgaben am Haus. Vielleicht irgendwelche Sachen reparieren oder so. Das, was du halt noch nie so gemacht hast. Weil du halt... In der Mietswohnung rufst du halt irgendwie den Vermieter an, sagst du, mal hier, ey, Wasserschaden oder Birne geht nicht, komm mal vorbei. Gut, Birne tauschst du vielleicht selber aus, blödes Beispiel, aber ich sag mal irgendwie Stromkabel, keine Ahnung, ist irgendwie defekt. Ja, dann rufst halt deinen Vermieter an, der kommt, der regelt alles und fertig.
Chaos muss es halt viel selber machen, ne? Es ist halt so. Aber ich muss sagen, es gefällt mir auch. Tatsächlich auch hier, wie ich renoviert habe, mit der Freundin zusammen, haben wir tatsächlich auch richtig Spaß dabei gehabt. Also es hat echt Bock gemacht, weil du weißt ja auch, wofür du es machst, ne? Klar, machst natürlich eine Mietwohnung auch, aber so halt, es ist halt so deins, dein eigenes, ne? Dein eigenes Eigentum und dir kann da keiner auf den Sack gehen. Gehst einfach auf dein Grundstück und fertig, weißt du? Brauchst dich da nicht irgendwie rechtfertigen, wenn du mal einen Furz im Garten gelassen hast, weißt du? Also so, ne? Alles wirklich cool, muss man einfach sagen. Ne? Da sehe ich mich auch. Das fühle ich. Das fühle ich voll und ganz. Genau wie Musik. Wenn du mal halt Musik mal ein bisschen lauter hörst in deinem Raum, wo du halt früher, ich kann mich entsinnen, wo ich noch in einer Mietswohnung gelebt habe. Ich habe ja früher ein bisschen Musik produziert. Wir sind vielleicht viele auch gar nicht so, genau, haben ein bisschen Musik produziert. Und, da war das halt wirklich so. Scheiße, das ist nicht gut. Und da ist halt so, da kannst du halt nicht volle Pulle aufdrehen. Ich habe auch damals. Na, Moment, nicht draufgehen. Ich habe auch damals tatsächlich Musik produziert bei mir zu Hause in der Mietswohnung. Und, Alter, ich bin gleich tot. Ich sollte mich vielleicht mal heilen. Und da wurde es natürlich dem sehr, sehr laut. Und da habe ich auch, ja, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe tatsächlich auch nicht so richtig auf die Nachbarn geachtet. Was mir auch heute noch leid tut. Und ja, dann war das tatsächlich so gewesen, dass ich halt auch Abmahnung bekommen habe. 2 Stück an der Zahl. Und das war nicht so schön. Und habe mich dann auch entschuldigt bei den Nachbarn, mit Entschuldigung schreiben, dass ich das nicht nochmal mache und so. Und da kannst du halt nicht gut eine Party, kannst du vielleicht mal feiern, wenn du dann sagst, hör mal, hier, pass auf, am Wochenende habe ich Geburtstag, könnte ein bisschen lauter werden, ne? Ist so, ne? Und dann war es das. Aber beim Haus sieht das schon wieder dann so ein bisschen anders aus, ne? So, jetzt meine Frage, wo ist hier eine... Oh, wir müssen zurück. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Oh, da ist, glaube ich, ein Keller. Da sind aber auch Roboter. Und genau, und dann kannst du bei deinem eigenen Grundstück, weil du jetzt zu Hause auch halt, weil du halt keinen unter dir wohnen hast, ne, als Beispiel jetzt, kannst du halt auch einfach mal die Mucke aufdrehen auf Boy, gib ihm. Und unten drunter wohnt ja keiner. Es ist sehr egal in dem Sinne, ne? Weiß ich mein? Es ist völlig egal. Ich frage mich, ob die hier reinkommen. Oh, warte mal. Das ist ein Roter. Toll, der hat nichts bei sich. Super. Genau, und dann ist dir das auch eigentlich... Ja gut, was heißt egal? Was ist das denn hier? Oh nein, Spiel. Ohne Forschungswerkbank. Oh, das ist ja nice. Das ist ja cool. Genau, und finde ich halt supi, dass man da halt so ein bisschen... Oh, Granaten, Alter. Geil, schon wieder ein Schrank. So, können wir irgendwas herstellen? Ja, ich frage mich, warum man hier 2-mal Schraubenschlüssel hat. Achso, 1-mal Kupferbarren, 2-mal Kupferschrott. Achso, das geht auch. Stimmt, das Spray-Tool haben wir ja mal hergestellt. Was irgendwie überhaupt nicht funktioniert. So. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Frohes neues Jahr. Juhu. So. Frohes neues und so weiter, ne? Wisst ihr ja. So, wir haben aber immer noch nicht das gefunden, was wir wirklich brauchen. Ich muss nochmal in unsere Wikipedia-Seite reingucken. Die war auf der 4 und zwar wollte ich mal eben kurz gucken. Ach, wie war denn das nochmal? Kraftwerke, Mine, Kohle, lalalala. Die verschiedenen Schiffe. Hier, genau. Irgendwie nützlich aus Drillschiff findest du immer Gegenstände eines Types Drillschiff mit bestimmten Funktionen. Das bedeutet, die meisten Produktionsgegenstände der Cock-Drillschiffsproduktion gefunden. Bedeutet das denn nochmal? Das ist